Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Tja Freunde, und was haben wir heute denn vor? Ihr habt ja jetzt schon ein bisschen gewartet, bis die Folge kam. Deswegen gibt's jetzt heute Bildungsoffensive 2.0. Ja, wir steigen ein und bilden die Bürger bis zum bitteren Ende. Denn ungebildete Bürger mag niemand. Ja, auch wir nicht. Ja, vielleicht wir schon. Wir haben ein Herz für jeden. Aber jetzt gibt's erstmal eine Schule mit einem Hai. Ha, gucken wir mal. Nimmt die Arbeit auf. Ja, die ersten werden versorgt. Hier, wir sehen schon die ersten Häuschen blinken. Schaut gut aus. Kapazität ist maximal ausgeschöpft. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch eine zweite Bude hier irgendwo noch reinbekommen müssen. Hier ist relativ viel Verkehr. Müssen wir ein bisschen aufpassen vielleicht. Hier könnten wir doch noch eine hinbauen. Oh, nice. Super. Jetzt gucken wir mal, die... ja, so, es reicht immer noch nicht ganz. Ich würde fast sagen, dass wir noch eine Schule hier unten reinbauen. Eine ganz normale. Wir wollten das ja eigentlich als kleines Arbeiterviertel bauen. Aber irgendwie muss ich sagen, wir haben kein Geld. Na gut. Sei es drum. Hier auch der Kreisverkehr gut belastet, aber nicht überlastet, was mir besonders wichtig ist. Wir könnten jetzt, um das Ganze noch ein bisschen zu entstressen, den Kreisverkehr wirklich sagen, oder dem Kreisverkehr den Befehl sozusagen geben, werde einspurig. Das tut auch niemandem weh. Aber der Verkehr sollte dadurch ein bisschen besser laufen. Wir werden sehen. Gucken wir mal. Ja, doch, das schaut schon deutlich besser aus. Macht es hier auch ein bisschen einfacher von den Abfahrten her. Ja, doch. Gefällt mir. Finde ich gut. Sollten wir so lassen vielleicht, aber wir brauchen immer noch eine Schule. Was kostet uns so ein cooles Gerät eigentlich? Ja, 10.000, naja, sparen wir lieber noch ein bisschen. Okay. Gucken wir mal. Ich bin gespannt gerade. Wir zahlen wir noch irgendwas zurück, darlehenmäßig? Ja, wir zahlen noch ein Darlehen. Da haben wir uns kurz vom Bankrott gerettet, ja. Im Augenblick aber alles ganz shiny, so wie das aussieht. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen warten. Hier der Bedarf wechselt auch gerade so ein bisschen durch. Zuzug ist weiterhin zu sehen, das ist gar nicht mehr schlecht. Und Energie. Energie, ein leidiges Problem in unserer Stadt. Denn wir haben zu wenig davon. 12.000 hierfür, ja. Ihr seht schon, da gehen die Tausender, gehen hier einfach mal locker flockig weg. Aber bei den Kühen brennt quasi die Heizlampe nicht mehr und das ist nicht gut. Denn auch eine Kuh mag ihre Heizlampe gerne haben. Sonst wird das nichts. So, hier können wir das gleiche nochmal machen. Dann machen wir hier nochmal schnell ein Upgrade. So, dann läuft das nämlich hier auch mal ein bisschen, hoffentlich ein bisschen lustiger, ein bisschen sportlicher. Gucken wir mal. Industrie. Könnte man auch Industrie aufbauen, aber das ist natürlich blöd mit dem Kreisverkehr, mit dem Kreuz hier, weil die nicht anständig wenden können. Wir könnten vielleicht mit viel Liebe hier nochmal rumgehen und hier nochmal das Restgebiet hier nutzen. Kostet natürlich auch ein bisschen Kohle, aber ich würde sagen, die Kohle rentiert sich im Laufe der Zeit. Ich gehe mal kurz hier irgendwo raus. Machen wir das mal so. So, gehen wir hier mal raus. Und dann versuche ich jetzt hier mal gerade lang zu gehen. Schauen wir mal, ob das möglich ist. Ah, ist ein bisschen, wird ein bisschen schief und krumm alles. Aber geht so. Geht so, okay. Hier können wir das auch nochmal gerade ziehen. So, da will ich, ja, gucken wir mal. Ja, da können wir noch eins machen. So, Wasser hier unten ist sogar tatsächlich schon da. Dann müssen wir das mal nutzen. So, okay, dann vergeben wir hier nochmal die... Anweisung, zack, wunderbar. So. Schwuppdiwupp, alles drin, Freunde. So. Jetzt steigt natürlich der Restbedarf. Dafür ist allerdings auch der Strom wieder ein Problem. Dafür haben wir aber zumindest jetzt schon mal Arbeit in der Stadt. Ich beschleunige jetzt nochmal ein bisschen mehr. Solange das Problem mit dem Strom nicht gelöst ist, haben wir da weiterhin ganz schön viel Sorge. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt ganz heftig sparen, um den Strom hier ranzubekommen. Viel Geld ist es momentan nicht. Es scheint auch fast, als ob es sinken würde. Im Zweifel müssen wir mal gucken.
Wir könnten das Budget hier nochmal ein bisschen anheben. Das kostet uns jetzt wahrscheinlich mehr. Ne, nicht mal. Es kommt Strom an den Endverbraucher an. Drehen wir das Ding richtig hoch, richtig heftig. Mit Liebe. Ne, schaut gut aus. Und ihr seht schon, Einnahmen steigen ins Unermessliche. Strom ist da. Die Menschen fühlen sich versorgt. Das ist schon mal sehr gut. Gebildete Bürger brauchen weniger Müll. Oder produzieren weniger Müll. Ja, das ist natürlich auch was, was für uns jetzt hier in dem Fall relativ interessant ist. Ihr seht schon, wir haben einwanderungstechnisch ist auch gerade schon echt Action. Wir gucken da mal. Hundeparks oder sowas. Park mit Bäumen. Den Hundepark habe ich irgendwie mir vernichtet. Ich weiß nicht, wie und wobei. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Was ein bisschen doof ist, weil ich habe den Hundepark eigentlich echt gern gemocht. Aber der ist jetzt irgendwie raus seit dem letzten Update. So, aber wir machen es trotzdem den Leuten mal hier ein bisschen angenehmer. So, da haben die hier nämlich ein paar Parkangelegenheiten. Ein bisschen langsamer machen vielleicht wieder. Schöner Park. In sanfter Kulisse. Mit verdammt viel Liebe, Freunde. So wollen wir das. Eine Stadt, wie sie sein sollte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir eventuell hier noch eine Schule nötig. Genau gegenüber vom Park ist doch auch ganz nett. Das lieben die alle. Oh, das ist die Welle der Liebe wieder, Freunde. Super. Okay, hier haben wir erste Müllprobleme in der Stadt. Bisschen unglücklich. Weil unsere Mülldeponie von Bankräubern sozusagen überrannt wird. Wir müssten hier auch noch ein bisschen die Versorgung hochdrehen. Hier draußen haben wir gar nichts. Alles noch nicht so einfach. Wir sollten vielleicht hier doch nochmal rausgehen und hier dieses Wohnviertel etwas verlängern. Ja, müssen wir mal gucken. Dann erzeugen wir hier natürlich mega Stress. Es kam auch die Idee auf, dass wir hier eine Autobahn komplett rumlegen, dass wir die Autobahn verbinden und das dann so rüber managen, dass die Autobahn sozusagen hier durchgeht. Das können wir eventuell nochmal machen, dass wir die Autobahn hier und hier nochmal verbinden. Das wäre gar nicht mal so schlecht eigentlich. Jetzt gucken wir mal. Also hier auf der Seite ist auf jeden Fall ein bisschen viel los. Ich würde sagen, wir machen das mal hier. Da werden wir dieses Teil hier nicht gerade kappen wollen. So, machen wir das mal so. Dann könnten wir jetzt hier nochmal rausgehen. Gehen wir mal hier rum. So. Hier schauen wir mal, ob wir auch irgendwie halbwegs schön da rumbekommen. Ah, gucken wir mal. Ja, so ist gut. Na komm. Müssen wir mal kurz das ändern. So, können wir ein bisschen freier bauen. Will ich aber nicht die ganze Zeit machen. So, gucken wir mal. Wasser. Ah, Wasser ist schon hier ein bisschen knapp an der Stelle. Und hier haben wir jetzt auch nicht genügend Geld. Die Verfügbarkeit ist auch schon nicht mehr so gegeben. So, gucken wir mal. Also wir pumpen auf jeden Fall jetzt hier dann nochmal ein bisschen was raus. Wir brauchen aber jetzt erstmal einen Schluck Geld in die Hand, ja, damit wir hier weitermachen können. Wir haben ein gigantisches Strom- und Müllproblem und eigentlich der gesamte Versorgungszweig ist jetzt ein bisschen mager. Wie wir das machen, wir werden es auf jeden Fall lösen müssen, das Problem. Aber wie, sehen wir jetzt gleich, Stück für Stück natürlich. Wir müssen auf jeden Fall Abwanderung stoppen. Momentan leichte Abwanderung. Krebst so ein bisschen. Aber das kriegen wir hin. Wir pumpen halt noch ein bisschen mehr Mist in die Kanalisation. So, und dann sparen wir jetzt auf 12.000. Dann können wir uns das nächste Windrad hier leisten, das uns ein bisschen mehr Versorgung gibt, weil die Stromerzeugung und der Verbrauch, ihr seht schon, trotz maximaler Ausgaben in dem Bereich, knapp. Ganz knapp. Ganz, ganz knappe Kiste.
Und wenn wir den Stromverbrauch nicht bald richtig hinbekommen, dann bringt uns auch das Ausbauen hier nichts mehr. Und wir könnten jetzt nochmal fix sagen, wir wollen hier neue Zuwanderung erlauben, aber nur in einem bestimmten Rahmen, und zwar hier innen drin. Dann verbrauchen wir nicht nochmal Riesenmengen an Strom, weil wir das ganze Gebiet ausweisen, aber ein bisschen was tun wir trotzdem dafür. Was wir auch noch machen könnten, da muss ich aber noch gucken, ist hier einen Gewerbepark hinzusetzen. Könnte sich auch ganz gut rentieren, weil auch gerade Bedarf da ist. Aber zumindest stoppen wir jetzt ein bisschen die Abwanderung und haben eine Zuwanderung wieder erzeugt. Was haben wir hier? Was habt ihr für Probleme? Kranke Gebiet. Oh, die sind krank, die brauchen unbedingt einen Arzt. Ja, da. Ihr seht schon, Freunde, Probleme über Probleme. Wir kommen hier gar nicht so richtig rum. Ja? Wir brauchen viel, viel mehr Geld, haben zu wenig und brauchen dringend Strom, damit alles wieder anläuft. Aber das kriegen wir zum Glück gleich. Momentan noch eine leichte Zuwanderung. Hier, dieses ganze Gebiet muss generell erstmal grundversorgt werden. Wird es momentan tatsächlich noch gar nicht. Aber da kommen wir gleich hin. Jetzt warten wir. Viel, viel Zeit ist nicht mehr. Was bringt uns das eigentlich maximal bis 8? Bis 20? 40? 120? Also ganz ehrlich, so ein Ölkraftwerk, wenn wir darauf sparen würden, beziehungsweise. Bis 20. Ich weiß gar nicht, wie viel bringt das hier. Tatsächlich 20. Ist jetzt eine Frage, ne? Machen wir 20 oder 120? Ich meine, 120 könnten wir uns natürlich auch. Es ist 50.000, ne? Und auch ein harter Unterhalt, den wir zahlen müssten für das Ding. Der ist halt immens. Auf der anderen Seite, wenn wir die. Ja, wohl, wisst ihr was, wir bauen jetzt erstmal so eins. Besser werden kann es ja dann immer noch. Aber Hauptsache, wir kriegen jetzt erstmal Saft auf die Pumpe. So, der Verbrauch und die Erzeugung sind knapp beieinander. Da müssen wir eigentlich fast noch einen zweiten oder noch mal einen hier an diesen Fluss setzen, um das Problem zu lösen. Der Strom an sich, oder beziehungsweise der Wasserstrom, ja, ist relativ schnell hier drauf. Schauen wir uns mal an. Schaut euch mal diese Dinger an, wie stark diese Pfeile ausgeprägt sind. Hier haben wir einen reißenden Strom, ja. Man sieht es auch, wenn man guckt, wie schnell das Wasser hier durcheiert. Also schon episch. Also da müssen wir unbedingt die Wasserkraft nutzen. Aber jetzt im Augenblick bleibt uns gerade gar nichts anderes übrig, als das so in Kauf zu nehmen und nochmal kurz eine zweite hinzusetzen. Einfach damit wir das Gebiet dann noch ausweisen können, hier nochmal ein bisschen Gewerbe hinbauen können. Eventuell hier dann nochmal ein eigenes Gebiet ausweisen für Agrar. Machen wir gleich mal. Ich glaube, das ist hier Agrar. Ich schaue es mir gleich nochmal an. Können wir auch alle eigentlich das ganze Gebiet hier bis hoch ausweisen als Agrargebiet? So, gucken wir mal. Ich denke mal, es ist Agrar, aber wir werden es gleich erfahren. Ja, das ist Agrar. Wunderbar. Machen wir das zum Agrargebiet. Müssten aber hier nochmal kurz ein bisschen was zugeben. So, ihr seid alles Agrar-Yogis. Aber sehr, ist ja in Ordnung, ist ja gut. So, machen wir das so. Alles Agrargebiet. Auch das hier Agrargebiet. Dann haben wir das wenigstens schon mal schön ausgewiesen. Das hier allerdings noch Wohngebiet hier im Hochpark. Orienthügel heißt das ganze Gerät. Kann man so machen. Muss man nicht, kann man aber. So, okay, alles klar. 20 Megawatt, wieder auf die Pumpe. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft. Gudi, wie machen wir das? Also, wir haben ja gesagt, hier auf jeden Fall Gewerbe hinzusetzen. Machen wir mal ein bisschen Gewerbe rein und schließen das jetzt erstmal mit Wasser an. So. Hier auch noch. Gut, okay. Hier kommt jetzt Gewerbeparks. Jetzt hier drüben. Auf jeden Fall Gesundheit müssen wir unbedingt fördern. Nächstes Projekt, 10.000 sparen. Haben wir gleich. Ich beschleunige nochmal ein bisschen, damit es schneller geht, damit wir hier insgesamt nicht so warten müssen. Und eine Police brauchen wir hier drüben auf jeden Fall auch noch. Also ihr seht schon, wir haben gut zu tun heute, ja. Also es ist ganz schön was zu tun. Also wir brauchen jetzt hier erstmal ein Krankenhaus. Gucken wir mal, die werden wahrscheinlich gleich losrumpeln. 7 von 18 schon draußen. Damit sollte sich das dann auch hier erstmal wieder ganz gut einpendeln. Kranke Bürger, die Kapazitäten, ihr seht das schon, Heilungskapazität ist noch drunter. Also ganz knallhart kommen wir noch nicht ran.
Schaut es mit den Friedhöfen aus? Verstorbene Kapazität 0. Wir haben aber einen Friedhof. Wie schaut es da aus? 9 von 10. Also die sind unterwegs. Wird schon knapp. Wird schon eine knappe Sache. Unser... Okay, also hier unsere Stadtauswärtslinie. Da ist schon echt mega viel unterwegs. Wir könnten natürlich dem Hochpark ein Verbot für starkes Verkehrsaufkommen geben. Damit kappen wir hier die ganzen LKWs ab. Die drehen nämlich jetzt hoffentlich alle um. Genau, die dürften nämlich jetzt hier nicht mehr reinfahren. Und damit sollte sich nämlich die Brücke hier deutlich entlasten. Schauen wir mal. Ja, die fahren jetzt alle hier über den Hauptkreisel raus und jetzt alle auch endgültig da dann weg. Huh, 1A, wunderschön. Oh, hier den Verkehr gut entlastet, aber wir kriegen viel rein, was jetzt okay ist. Was echt okay ist. Gut, nächstes Projekt. Also wir haben hier schon die Gesundheitsversorgung. Jetzt haben wir hier die Feuerwehr. Haben wir. Ist am Start. Und jetzt brauchen wir noch eine Polizei. 12.000 kostet uns das. Ich hoffe allerdings, dass das einen positiven Effekt auf unsere Zuwanderung hier hat. Nicht genügend Geld. Und da haben wir das Ding. 1A. Polizei ist auch da. Die kann hier hoffentlich gleich mal das Nötigste arbeiten. Alle Streifenwagen sofort raus. Perfekt. Gut. Dann haben wir das Ding hier auch geklärt. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Agrar. Die will ich aber nicht so nah hier an die City ranführen, sondern nur bis maximal hier aufbauen lassen. Und auch noch nicht komplett. Sondern immer schön Gemach, ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal rum. Das war jetzt so eigentlich zwar nicht geplant, aber es geht schon. So, dann machen wir das jetzt so. Genau, da haben wir auch noch ein bisschen was. Und jetzt haben wir einen ganz massiven Nachfrage an Bevölkerung, also an Wohnungen. Die decken wir natürlich auch gleich. Einfach, weil es dann kein Problem mehr hier darstellt. Und dann werden wir hier auch noch Folgendes machen. Wir werden hier das abreißen. Zumindest bis dahin. Einfach, um hier nochmal ein bisschen was freigeben zu können. So. Dann können hier sich mit wunderschönen Wohnungen etablieren. Und damit haben wir unseren Bedarf auch ganz schön wieder gedeckt. Ja, und die Stadt, ihr seht schon, ja, schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, ne? Mal gucken. Ja, doch, das ist super. So ist das nice. Ui, aha. Wird gleich was reingebaut. Na gut, Freunde. Wieder mal ein bisschen was geschafft. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann kümmern wir uns mal um das Müllproblem. Wir haben ja auch ganz schön viel Müllproblem hier am Start, weil die sich alle... Oh, die sind alle voll. Okay, Freunde, dann gehen wir als nächstes ran. Ich würde sagen, bis dahin, schöne Zeit, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.